Du musst eben da noch einen Witz einfügen oder ich lasse mein Gerät furzen. Aber kannst du mal, wir haben vorhin vor dem Spiegel, als wir uns zu Hause vorbereitet haben, eine sehr lustige Nummer vorbereitet. Kannst du das noch machen? 1, 2, 3. Ja, so ein großer Witz. Ja, vorhin war es auch nicht witzig. Aber ich wollte ihn nicht enttäuschen. Ihr wisst ja, das ist unter Geschwistern. Ich meine, da tut man sich ja mal den Gefallen. Blamiert sich vor 50 Leuten. Der nächste Teilnehmer ist mir persönlich noch kein Begriff, aber er wird es sicher bald sein. Haut in die Tasten für Tobis! Applaus! Mein Text handelt über ein Mädchen, ja, und es fängt so an. Wenn ein Stricher Sex hat, steckt er dann im Berufsverkehr. Ich weiß, die Frage klingt verquer und doch beschäftigt sie mich sehr. Denn jeden, den ich jetzt befragte, an dieser Frage jäh versagte. Keiner konnte mir eine gute Antwort geben, die meisten meinten nur, so ist es halt in unserem Leben. Den meisten Menschen macht es Angst, ihren Horizont zu lüften und ihn zu erfüllen mit neuen, unbekannten Düften. Auch des Menschen größte Angst ist die Angst vor Toleranz. Jedoch die Ignoranz gefällt ihm gut, so fasst ein jeder täglich Mut, sich immer mehr zu steigern, um sich weiter zu verweigern. Die Augen täglich mehr zu schließen, um die Leute nicht wahrzunehmen, die sich um einen herum erschießen. Ein jeder begegnet täglich Massen, doch keiner will sich damit befassen. Alle lassen sie links liegen, jeder will für sich nur noch das Beste kriegen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum es Kriege gibt und Menschen sterben. Die Mächte wollen nur den Reichtum erben. So kommt es, dass ein jeder denkt nur noch an sich und keiner nimmt es wahr, das Mädchen, das da steht am Straßenstrich. Wie es sich hingibt, fremden Männern, irgendwelchen kranken Pennern. Keiner fragt sie, wie es ihr geht, wobei es bei näherer Betrachtung in ihrem Gesicht geschrieben steht. Hilf mir, ich habe Angst! Scheint sie mit ihren trüben Augen zu schreien, doch keiner nimmt sie wahr in ihrer Pein. So steht sie weiter bei der Lampe direkt neben der Aral-Tanke. Jeder sieht sie, doch keiner nimmt sie wahr. Das junge Mädchen, das gerade erst 14 geworden war. Das Mädchen, das spät nachts noch auf der Straße läuft und sich ihren Frust wegsäuft. Das Mädchen, das schon früh ihre Mutter verlor und es nachts im Dunkeln fror. Sie hat kein Dach über dem Kopf und kommt der Regen, Tropf, Tropf, Tropf. Denn das dreckige Geld, das sie ihr geben, reicht ihr grad zum Überleben. Den Rest gibt sie für Drogen aus, um einmal über den Dingen zu schweben. So schlief sie ein in ihrer Gasse und sie umgab nur graue Masse. Doch sie fragte sich immer, wie schön wäre doch ein kleines Zimmer mit einem Bett und einem Nachttisch darin. Doch sie weiß, dort kommt sie niemals hin, aber es geht ihr einfach nicht aus dem Sinn. Das kleine Zimmer mit einem Fenster darin, dort würde sie mit dem Kopf rausschauen und dem Mond ihre Wünsche anvertrauen. Sie würde sich nie beklagen oder gar stellen Fragen, wo die Antworten ihr sagen, wohin oder wie es weitergeht mit ihr. Würde sich die Zeit nehmen, die Sonne zu zähmen, damit sie immer gleich scheint, wenn sie mal weint. Sodass die Tränen verdampfen und mit gleich die Sorgen, scheiß auf den Rest von heute, was zählt ist das Morgen. Plötzlich ein lautes Geräusch, es weckt sie unsanft auf. Es fällt die Sonne in die Gasse und alles nimmt seinen Lauf. Vielen Dank.